NKT-Zellen erkennen durch CD1D präsentierte Glykolipid-Antigene, zum Beispiel Alpha-Galactosyl-Ceramid. CD1D hat also eine ähnliche Funktion wie das MHC2-Molekül auf antigenpräsentierenden Zellen. NKT-Zellen werden in den Organen mit Hilfe bestimmter Chemokin-Rezeptoren angesiedelt, zum Beispiel CXCR3 oder CXCR6. Sie können relativ schnell bestimmte Zytokine wie Interferon Gamma oder Interleukin 4 produzieren. Insgesamt bilden sie eine Brücke zwischen natürlicher und adaptiver Immunität. Es gibt zwei Arten von NKT-Zellen. Beide werden positiv im Thymus selektioniert. Typ 1 NKT-Zellen sind charakterisiert durch die invariante T-Zellrezeptor-Alpha-Kette und ein limitiertes V-Beta-Repertoire. In der Peripherie tragen diese Zellen entweder CD3-CD4 oder CD3-CD8 oder aber CD3, sind aber doppelt negativ für CD4 und CD8. Zusätzlich wird der NK-Zellmarker CD56 exprimiert. Die Kombination der Expression von T-Zellrezeptor und NK-Zellmarker erklärt den Begriff der NKT-Zelle. Typ 2 NKT-Zellen haben ein breiteres Repertoire an T-Zellrezeptor-Alpha-Beta-Kombinationen verglichen mit Typ 1 NKT-Zellen. Allerdings, viele Erkenntnisse stammen aus der Maus. Ob alles auf das menschliche System übertragen werden kann, ist noch nicht vollständig geklärt. Im Moment lassen sich bei INKT-Zellen mehrere Subpopulationen definieren. INKT1-Zellen produzieren in erster Linie Interferon Gamma und das Chemokin CCL5. INKT2-Zellen produzieren IL-4 und IL-13. INKT17-Zellen produzieren zusätzlich IL-17. Die Bezeichnung ähnelt also denen der T-Zell-Subpopulationen TH1, TH2 und TH17. NKT-Zellen können mit antigenpräsentierenden Zellen wie dendritischen Zellen oder Makrophagen interagieren. Dabei spielen auch die Adhäsionsproteine CD80 oder 86 und auf der anderen Seite CD28 eine wichtige Rolle. Dendritische Zellen können über Toll-like-Rezeptoren Kontakt zum Beispiel mit Bakterien bekommen. Über Signalwege wird schließlich NF-kappa-B in den Zellkern transluziert und sorgt für die Transkription der Gene von IL-1, IL-6 oder TNF-alpha. Des Weiteren wird Interleukin 12 produziert, das auf den NKT-Zellen seinen Rezeptor findet und NKT-Zellen aktiviert.
Dadurch wird die NKT-Zelle in die Lage versetzt, das über CD1D präsentierte Alpha-GalCer zu erkennen. In Reaktion darauf wird zum Beispiel Interferon Gamma produziert, was zu einer NK- und Makrophagenaktivierung führt. Da NKT-Zellen über perforinhaltige Granula verfügen, sind sie in der Lage, direkte Zytotoxizität auszuüben. Und schließlich haben sie regulatorische Funktionen. All diese Funktionen zusammengenommen illustrieren, dass NKT-Zellen eine Brückenfunktion zwischen natürlicher und adaptiver Immunität haben.